Ich weiß irgendwie nicht, ob es eine gute Idee ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern? Oh mein Gott, Hilfe! Was ist das? Oh mein Gott, wie schlimm! Heute werde ich mir nicht selbst einen Pony, aber ich werde mir selbst die Haare schneiden. Also, ich habe mir überlegt, dass ich mir die Haare selbst schneiden möchte, weil ich finde, dass es eine komische Länge ist. Aber jetzt gerade, wenn ich so drauf gucke, also es ist ja immer so, wenn man was an seinen Haaren verändert, findet man sie kurz davor richtig gut. Aber ich möchte gerne wieder so ein bisschen kürzere Haare haben, so. Weil ich hatte mal so kurze Haare, so, und es war eigentlich richtig gut. Und dann werde ich mir noch meinen Pony rauswachsen lassen. Guck mal, das ist auch wie so eine Riesenstirn. Schritt Nummer 1, Haare nass machen. Oh. Ah, mein Piercing, aua. Ich hab keine Ahnung mitgenommen. War ein Hawaii-Hemd und... Soll ich auch einen teilen? Ich... Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich fange jetzt an, Janina. Ich sage euch ungefähr, was der Plan ist. Ich möchte meine Haare so... Ah, wie kurz will ich die machen? So? Ja, aber ich würde es schon gerade abschneiden. Also... So? Ist es gerade? Weiß ich nicht. Here we go! Oh mein Gott, es war ganz ungerade. Nein! Es rutscht zur Seite weg. Oh. Oh mein Gott, es ist ganz schlimm. Es rutscht auch immer wieder nach. Oh, es war ganz schief. Oh, wie soll ich das denn, oh, wie soll das denn werden? So, das ist jetzt das, was ich abgeschnitten habe. Das ist schon sehr, sehr schief. Janina rettet. Here we go again. Du musst... Okay, warte. Ich versuch's einfach mal. Erstmal musst du ja alle Haare, die du schneiden willst, drin haben. Ja. Und dann machst du hier, nimmst dir so ein Abteil und dann machst du halt so. Oh Gott. Dann... Ich bin auch nicht böse, wenn es scheiße aussieht. Das ist halt schon mal... Das ist jetzt schon mal ein bisschen gerade als vorher. Ja. Ich habe mich jetzt einmal an der einen und dann das, was hier übersteht, kann man immer noch so. Die Frage ist eigentlich, muss ich mich jetzt für eine Länge entscheiden, weil ihr dann alle anderen daran anpasst, oder? Ja. Weil das ist ja jetzt eigentlich fast kein Unterschied. Oder? Ja, ich würde erstmal so auf die Länge schneiden und dann können wir gucken, wie es aussieht. Okay. Ich bin excited ein bisschen. Ich auch. Es macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht, ob man mit dem Ober- und Unterhaar... Ja, weil eigentlich machen die immer so... 1000 Abteile, machen die alle so hoch und dann nehmen sie so ein Mini-Abteil runter und schneiden. Aber eigentlich... Ach, ich find's jetzt schon cool. Das Ding ist, man darf sich nur nicht zu lange an einer Stelle aufhalten, mhm, weil sonst nimmst du von den Strähnen immer mehr weg. Aber du und Lilly, ihr habt mir schon mal die Haare geschnitten. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mir auch eben aufgefallen. Hast du da Lilly geschnitten oder ihr beide so Lilly ein bisschen? Oder beide, ich weiß nicht. Weil das ist gut geworden, das war nicht, oder? Oh Gott. Ja. Weißt du, wie ich mir selber in die Hose scheiße? Wirklich? Ich find's gar nicht schlimm. Es sind nur Haare. So. Auch wenn's kacke aussieht, dann gehe ich ja morgen zum Friseur. Meine Intention dahinter ist, ich war vor einem Monat beim Friseur und habe 45 Euro ausgegeben. Und es ist halt einfach viel zu teuer. Ich habe mir letzte Woche ein neues Handy gekauft. Ich kann jetzt nicht zum Friseur gehen. Deswegen schneiden wir sie selbst. Ich glaube, ich nehme halt einfach von den anderen zu wenig. Ich traue mich halt nicht so, weißt du? Mach einfach. Ich habe auch noch eine Rundbürste, oh, falls es besser hilft. Oder einen grob zinkigen Kamm. Möchtest du einen grob zinkigen Kamm? Nee, danke. Aber das ist schon gut, guck mal. Oh, wir können mir auch so einen Justin Bieber. Ey, guck mal, wie gerade das ist. Also, ich weiß nicht, ob es gerade ist, aber. Also, hier ist so eine Stufe drin, oder hast du die noch nicht? Ja, die habe ich noch nicht. Ich finde es krass, dass du mir so vertraust. Ja. Ich auch. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Dann muss ich sie aber immer auf eine Länge ziehen. So kann ich sie immer auf eine Länge heben. Hä? Kann ich kurz meinen Pony kämmen, weil sie einfach ganz schrecklich aussah. Oh Gott. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Stimmt bitte hier ab. Soll ich meinen Pony behalten oder soll ich es rauswachsen lassen? Ja. Ich habe mich, glaube ich, vorhin dazu entschieden, es rauswachsen zu lassen. Einfach weil... Ach...
Ich habe das Gefühl, mein Gesicht sieht irgendwie einfach schöner aus, wenn da nicht so 1000 Haare halt im Gesicht rumhängen. Aber ich weiß auch von voll vielen Leuten, dass sie mir gesagt haben, dass sie das Pony richtig gut finden. Und ich mag es ja eigentlich auch, mhm, aber I don't know. Also stimmt bitte ab. Ich habe Angst um dein Piercing. Ja, ich schreie da schon. It looks gar nicht so. Ich finde es auch. Ich finde es auch nicht schlecht. Hä, es sieht mega gut aus. Es sieht richtig gerade aus, Janina. Ja, weil so, also ist halt nasty, wenn man nichts mehr ändern kann, ne, an der Situation. Ja, das stimmt auch wieder. Wenn es dann halt so shorty abrasieren wird. Apropos, ich würde mir halt eine Glatze eigentlich rasieren. Du hast, das war so halb ernst gemeint, gell? Ja, das ist wirklich ernst gemeint auf eine Art und Weise, weil ich mir denke, euch alle. Das alle schon so sagen, nice. So. Frauen müssen lange Haare haben. Ja, so, nicht so. Nur das, sondern ich finde halt auch so ein bisschen dieses, so, who cares einfach. Ja, who cares. Es sind wirklich einfach nur Haare. Das ist sau anstrengend einfach auch. Willst du eine Pause? Willst du einen Snack? Oh, wollen wir Sushi liefern lassen? Oh Gott. Wollen wir es liefern lassen? Wollen wir Felix sagen, er soll es uns herbringen? Das wäre geil. Weil Fiona und ich machen momentan Intervallfasten. Also, ich erkläre kurz das Prinzip für die Leute, die es nicht kennen. Beim Intervallfasten isst man 8 Stunden am Tag und 16 Stunden fastet man. Also man isst nichts, man trinkt nur Wasser. Aber ich habe einen neuen Trick auch. Ja, beim Haarschneiden? Ja. Und ich habe damit angefangen, weil ich einfach über die letzten Wochen und ehrlich gesagt auch Monate extrem viel Ungesundes und auch einfach extrem viel Essen gegessen habe und mich gar nicht gebockt habe, also ich habe mich einfach nicht um meine Ernährung gekümmert. Und ich habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, weil ich immer so war, und ich habe mich nach dem Essen einfach so viel zu voll gefühlt. Und deswegen wollte ich so ein bisschen einfach kontrollierter essen. Ich mache das jetzt seit einer knappen Woche. Beziehungsweise man muss dazu sagen, dass Janina und ich an drei Tagen waren wir abends weg und haben halt was getrunken, also Alkohol. Und deswegen war es so ein bisschen nicht ganz richtig ausgefüllt, weil Alkohol hat natürlich auch Kalorien und so. Also momentan machen wir Intervallfasten. Und willst du reinkommen? Ich habe ein Ding selbst abgeschnitten und dann ist mir aufgefallen, dass das gar nicht funktioniert, wenn man das selber macht, weil du es gar nicht von oben, von selbst beurteilen kannst. Und deswegen hat Janina jetzt übernommen. Du bist doch so ein schönes Mädchen. Lass das doch bitte. Ah! Das war der Piercing. Oh, moin. Zitterst du? Was? Zitterst du? Ja, ein bisschen. Bist du nervös? Ja. Wirklich? Ja. Oh nein, Janina, das ist wirklich überhaupt nicht schlimm, wenn es scheiße aussieht. Und ich finde, bis jetzt sieht es gut aus. Oh, ich habe mir in die Hand geschnitten. Wirklich? Wo? Hä? Ich bin Friseur. Meine Schulter ist irgendwie auch im Weg, oder? Ja. Oh ja, das ist echt gut. So? Weil ich denke, wenn man es halt zu schnell macht, so, weißt du, dann artet es in so ein, ja, ich schnippel mal hier, ich schnippel mal da. Weißt du, was jetzt ein richtig krasser Friseur-Move wäre? Was denn? Sowas hier so. Aber weißt du, die machen das immer so. Falls irgendjemand das guckt, der Friseur ist. Dann, ey, es tut mir so leid, ne? Nee, ich wollte eher fragen, wie macht denn jeder das so? Ich finde, sie macht's gut. So, ich suche gerade Hairspow auf Instagram. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, weil wir schon am Schneiden sind. Hey, guck mal, es ist auch eine nice Länge. Es ist noch kürzer. Also, oh mein Gott, ich zeige euch, was ich so schön finde. Das habe ich Janina gestern schon gezeigt. Ich finde die Haare von Lena Meyer-Landrut momentan so schön. Und so will ich sie eigentlich haben. Problem ist nur, ich habe einen Pony noch. So. So sehen ihre Haare momentan aus. Und ich finde, es sieht so gut aus. Und sobald mein Pony raus ist, werde ich mir auch so kurze Haare machen. Dein Stuhl ist voller Haare, aber das ist ja nicht schön. Ich saug den einfach ab. Es sieht so gut aus. Also jetzt bin ich noch mehr proud of me als vorher. Ich finde, meine Technik ist eigentlich bombastisch gut. Es fühlt sich sehr professionell an. Okay, safe, du hättest es halt hinten nicht alleine geschafft. Das geht gar nicht. Wie will man sich denn auch hinten die Haare schneiden? Man sieht ja nichts. Weißt du, was der Trick ist oder was das Krasse gleich wird? Das, was uns vorne erwartet. Was erwartest du uns vorne? Weil ich schneide ja jetzt einmal im Kreis. Und wir werden gleich hier vorne sehen. Ob es so ist. Ja. Mir fällt ein Thema ein, worüber wir reden können. Und zwar Update zum Thema Pille absetzen, oh, ja, hormonfreie Verhütung und so.
Also ich habe ungefähr vor 2-3 Monaten die Pille abgesetzt. Das ist schon so lange her. Am Anfang hat es mich ja richtig so mitgenommen, sag ich mal, weggehauen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe es eigentlich ganz gut im Griff. Nur was jetzt langsam kommt, ist, dass meine Haut sich meldet. Also man sieht es jetzt gerade nicht, weil der Pony davor ist, aber ich habe so, es sind nicht große Pickel, außer der hier, aber es sind so kleine Unreinheiten, die ich halt früher gar nicht hatte, die jetzt so langsam ihren Weg in mein Gesicht finden. Aber von der Stimmung her habe ich das Gefühl, ich habe es ganz gut in den Griff bekommen und hoffe, dass es auch so bleibt. Also ich habe es noch gar nicht im Griff, aber hey. Du schaffst das auch. Will lernen. Ja, es ist halt echt einfach so eine krasse Umstellung und ich habe das ehrlich gesagt total unterschätzt. Ich habe gedacht, mich würde es nicht betreffen. Ich hatte nie Probleme mit der Pille. Und ich werde auch keine ohne haben. Easy. Ja, ich war so, ne, einfach so nebenbei. Alles ein bisschen besser, ne? Ja, es ist schon schwer, aber es ist es wert. Ja, doch, ich glaube echt, ich habe das wahrscheinlich schon so 8000 Mal gesagt, aber ich glaube, ich habe echt langsam den Dreh raus. Gesundheit! Du hast mir in den Mund gefasst. Du fandest es nicht nasty. Ich hab's gar nicht gespürt. Ich glaube, ich werde meinen Kindern einfach immer die Haare schneiden. Ja, meine Mama hat es auch bei mir gemacht, bis ich so 10 war. Ja. Same. Danke, Mama. Ich finde so, dass man die meiste Inspiration eigentlich so von seinem jüngeren Ich nehmen kann. Weil ich habe mir letztens so Kinderfotos angeguckt. Und mein Style war so geil und war irgendwie auch so ähnlich, wie ich den jetzt habe. So einfach so gechillt. So. Ich war so ein richtig stylisches Kind. Also das habe ich wahrscheinlich meiner Mutter zu verdanken und nicht mir. Ja. Aber ich war so richtig inspiriert, als ich die angeguckt habe. Ich war so, also, die sieht so gut aus. Diese Länge im Vergleich zu dieser Länge. Dieser Zopf hinten sieht halt was aus, als wäre so... War alles so durcheinander. Guck dir das mal an. Es sieht einfach so. Aber es ist, also es ist auch von hinten, es ist schon gerade. So ein bisschen so, als ob ich mit einer Linkshänderschere schneide. Okay, du musst gerade sitzen. Ja, es muss noch was ab. Es muss noch was ab. Ja, oder? Weil, ja. Ja, ich glaube schon. Aber how much? How much is the fish? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was? Wieso soll man das denn fragen? How much is the fish? Sieht gleich lang aus. Billy, was macht die Birne? Ich hab Hunger! Wenn ich jetzt an diese richtig geilen, fetten Sushi-Rollen denke. Und dann ist es schon viel. So war es vorher. Ist schon viel länger. Ja. Sah irgendwie jetzt auch gut aus. Ich einfach aussehe, wirklich. Jetzt sieht es so hart aus. Jetzt sieht es ganz schlimm aus. Gib nochmal den Kamm. Guck mal, meine Haare versinken, meine Augen versinken einfach. Also, ich glätte mir jetzt die Haare, dann guckt Janina drüber, ob es alles einigermaßen gleichmäßig ist und dann zeige ich euch das Endergebnis. Ja, das ist schon irgendwie, wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, ist es viel kürzer. Ja, habe ich auch gemerkt. I love it, Alter. Ich mag es auch richtig. Also ich finde, Janina hat es richtig gut gemacht. Es ist richtig gerade geworden. Wir mussten nur einmal eben hinten nachschneiden. Und jetzt ist das Problem, dass es mit Pony gut aussieht. Und ich jetzt überlege, ob ich meinen Pony doch noch behalten werde, weil so sieht es einfach irgendwie... Wie gesagt, stimmt bitte ab, ob ich meinen Pony behalten soll. Jetzt erneut, weil jetzt haben wir ja eine neue Frisur. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das gemacht hast. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Darling, you.